ihr war, Jungs. Willkommen zurück bei The Witcher. Ihr kennt euch? Oh ja, aber davon weiß er nichts mehr. Darum konnte ich den Hexer auch überraschen, als ich Foltest tötete. Keine Sorge, Elf. Ich kenne Geralt. Besonders seine Schwäche. So viel Zauberei auf einmal kann einen kalt machen. Hast du das gesehen? Ja, der Königsmörder bei Jorvet. Seid ihr lebendig? Wer seid ihr? Ich bin ein Hexer. Ich bin Gewürzhändler. M hier Far Emrais. Ein Händler? Gewürzhändler. Aha. Und die? Guter Mann, wir sind gerade wundersam dem Tode entronnen. Sei so gut und sag uns, wo wir ausruhen können. Später erklären wir alles, was nötig ist. Also schön. Geht zum Marktplatz. Vielleicht kommt ihr gerade noch recht zur Exekution. Unruhestifter will man hängen. Zwerge und einen Barden. Schenke und Bordell gibt's auch. Da könnt ihr euch erholen. Das dürfen wir nicht versäumen. Gerade das Bordell nicht. Leb wohl. Triss ist zu geil. Das kommt mir faul vor. Ja, willkommen zurück zu The Witcher. Ich musste leider die letzte Folge ein bisschen unerwartet kürzen. Deswegen hier nochmal der Rest der Folge, wo wir eingetroffen sind im Dorf mit den Eichhörnchen und so. Und es gibt hier später Exekutionen. Zwerge und einen Barden will man hängen. Mir hat es gerade richtig gefallen, wie er den Barden erwähnt hat. Das ist Flotsam. Und ich würde sagen, unser erstes richtiges Basislager, die erste richtig große Welt nach dem Prolog steht uns jetzt offen. Und ich werde jetzt erstmal mich erkundigen hier, was es hier so gibt. Die bringen ja immer... Hoffentlich überstehe ich heute die Arbeit. Was ein Wiesima getrieben hat. Wo der Hexer auftaucht, fließt Blut. Das sind so alles hier mehr so... Seid ihr alles schaulustige Jungs, oder? Ja. Anscheinend. Wer ist er hier? Hector, guck an. Schön. Oh ja, verfluchte Scheiße. Was guckst denn so, hä? Okay, die sind alle nicht wirklich gesprächig hier. Und da geht's in die Stadt. Euch scheint das alles nichts auszumachen, wenn ich da hinten dran eure Vorratslager plündere, aber okay. So, am Hafen entlang. Was ist denn das? Dirne. Sehr schön hier. Gucken wir mal auf die Karte. Da, Tage. Karte. Das Zoomen, rechts das Ding. Aha, da sind wir jetzt hier gerade. Oh ja. Sehr groß die Welt. Rot gibt. Leute, die sich unterhalten. Nicht allzu viel. Zöllners, machen wir mal auf. Ach, hier sind die Truhen jetzt nicht mehr ran so voll, okay? Na ja, gut. Stilettschaufel. Oh Gott.
Ja, zwei zu viel. Schaufel, brauchen wir erstmal noch nicht. Obwohl, vielleicht, wenn wir nachher Schätze ausgraben wollen. Das Stilett macht nur zwei. Dieses Schwert würde ich gerne verkaufen. Ich packe erstmal die Schaufel weg. Obwohl, komm, hey, pack das Schwert weg. Echt mal hüten mit dem Ausplündern hier. Oh. Schwert aus Versehen wieder aufgenommen. Schwert weg. Hinaufklettern. Achso, mehr gibt's hier nicht. Ja gut, aber dafür eine schöne Aussicht. So, bevor wir hier rausgehen, noch einmal unseren Charakter aufleveln. Wir sind nämlich im Level aufgestiegen. Schauen wir doch mal kurz. Chemas kann ich immer noch nicht benutzen. So, was haben wir denn hier nochmal? Tapferkeit, Energieregeneration im Kampf hört sich gut an. Besser werfen brauche ich nicht. Energieregeneration im Kampf plus 25. Hier haben wir einmal Energieregeneration außerhalb des Kampfes und im Kampf auch. Achso, außerhalb des Kampfes 25%. Und dann nochmal Energieregeneration. Hier kann ich jetzt mit dem nächsten Level zweimal die Regeneration, einmal innerhalb des Kampfes und außerhalb des Kampfes. Oder halt Vitalität erhöhen, aber momentan halte ich genug aus. Parieren steht ich aus allen Richtungen zu blocken. Blocken bin ich nicht, ich bin dann eher der Roller. Also mich quasi geschickt aus der Affäre ziehen. Ich mache erstmal das. So. Also quasi die Gegner immer schön umtänzeln und dann zuhauen im richtigen Moment. Das ist eher so mein Kampfstil. So, dann ab in die Stadt. Ich will jetzt erstmal zu einem Händler. Erstmal Waren verkaufen. Und natürlich in die Schenke, ins Bordell zum Erholen. Da ist der Triss ganz scharf drauf. Halt, was war denn das? Oh, Art verwenden. Ich verwende Art. Moment. Halt. Art. Machen. Sobald aufgeladen. Ah, ja. Netter Effekt, aber ansonsten, ja. So, hier geht's auch in die Stadt. Aber ich gehe lieber durchs Haupttor rein. Ist ja auch eine Tür. Nee. Sah so aus. Will ich jetzt verlaufen? Scheint so. Gehen wir erstmal hier rum. Das hier aufnehmen. Das sind Handwerksmaterialien. Davon kann ich aber, glaube ich, mitnehmen, ohne überlastet zu sein. Okay, die Werkzeuge. So, Werkzeuge, Gerümpel, raus damit. Da war ich dann überlastet. Handwerksmaterialien an sich kann ich mitnehmen. Wer ist denn er hier? Da hinten Steckbrief. Allen Kund und Wissen, dass auf Töten des Kairan, einer abscheulichen Flussbestie, eine stattliche Belohnung ausgesetzt ist. Oh, nett. Das klingt nach einem Job für uns. Und ab rein in die Stadt. Oh, die scheinen alle weg zu sein bei der Hinrichtung. Das ganze Dorf ist leer. Was mir ja das leicht macht, hier zu plündern.
sowohl es leicht mache oder nicht. Die Jungs reagieren eh nicht drauf, ob ich hier Sachen plündere. Aber ich könnte vielleicht auch Häuser ausrauben. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Hinrichtung. Danach ist wahrscheinlich wieder ein bisschen Leben hier in der Stadt. Das machen wir in der nächsten Folge. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ciao!